Berlin hat ja 900 Kilometer Wasserstraßen und allein 900 Brücken, also mehr Brücken als Venedig. Da wäre es doch toll, wenn man mit dem Auto auf dem Wasser fahren könnte. Ach nee. Ja. Ja. Berlin hat aber auch das schöne Lied, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin, wo die Verrückten sind. Und ein ganz Verrückter, das war der Herr Trippel. Nein. Aus Berlin. Der hat nämlich genau das gedacht, wir bauen jetzt mal ein Auto, mit dem wir mal eben in die Spree reinfahren können. Wow. Und wir kommen rein in den Eingang, in diese fantastische Eingangshalle, ja, die Kathedrale sozusagen der 30er Jahre, und stehen direkt vor dem Auto, das in Berlin gebaut wurde. Dem Amphicar von 1964. Amphicar heißt, dass wir hier eben nicht nur ein Auto haben, sondern wir haben ein Auto und ein Motorboot. Boah. Und was ist das Besondere, wenn du mit dem Amphicar fahren willst? Guck doch mal, du hast hier die Positions Flammen. Na klar, Backbord, ja, Steuerbord. Rot ist Backbord und Steuerbord ist grün. Steuerbord ist grün. So, sehr gut. So, dann haben wir musst hinten aber auch eine weiße Leuchte haben. Guck mal da, was wir da haben. Ah. Da ist die weiße Leuchte. Jawohl. Und der muss, wenn er auf dem Wasser fährt, muss er auch noch einen Rettungsring haben. Ja. Der Motor stammt vom Triumph Herald. Okay. Ist nicht besonders toll. Die Fahreigenschaften sind eher bedenklich. Und im Wasser ist halt auch immer eine Sache, ja, kippt er um, kippt er nicht um. Aber die Idee ist einfach genial und die gucken wir uns jetzt gleich mal bei Potomac an. Die haben nämlich so ein Auto hochgebaut. Dann können wir uns direkt von unten mal angucken, was der Herr Trippel da gedacht hat. Da sehen wir die Schraube. Du bist verrückt, mein Kind. Die schickt man nach Berlin, wo die Verrückten sind, da hörst du hin. Wie, und jetzt gucken wir da drunter? Jetzt gucken wir quasi dem guten Stück unter den Rock. Und gucken, was sich der Herr Trippel da gedacht hat. Na, los. Denn diese weißen Dinger sind nicht dafür da, dass Mutti ihre Salami dagegen halten kann und schöne kleine Scheiben macht. Sondern wir haben hier jetzt sozusagen Hightech. Ja, und das gucken wir jetzt mal an. Oh, was hat der gemacht, der Herr Trippel? Der hat hinten quasi zwei Schiffsschrauben, ja, die mit einem Hebel eingesetzt werden. Wahnsinn. Jetzt werden wir die fragen, was hat denn ein Schiff noch? Was ist denn normalerweise an einem Schiff noch dran? Weiß nicht, also auf Anker. Rumpf und Anker und so Sachen. Anker, ja. Ja. Nee, was ist denn? Ein Ruder. Ah. So, haben wir kein Ruder? Womit rudern wir? Wir rudern mit den Vorderrädern. Mit den Vorderrädern gebe ich die Richtung vor und dann gibt er hier Gas und dann fährt er tatsächlich ist ja toll. Wie ein Motorboot. Ist hier jetzt niederländische Firma, Potomac Classics, und die Niederländer haben natürlich gerne solche Autos, weil die haben so viel Wasser in den Niederlanden, ja, dass sie gerne mal mit dem Auto in den Wasser fahren. Da können die das üben. Da können die das sozusagen üben. Also Amphicar in Berlin gebaut, heute gesuchte Rarität und wir haben sie hier gleich zweimal. Ist doch sensationell. Wahnsinn. Schön, dank dir. Toll, ich lieg hier gerne. Ja. Naja. Du bist verrückt, mein Kind. Die schickt man nach Berlin, wo die Verrückten sind, da hörst du hin. Hat der Villa Rinsow, mein Gorilla, lebt zufrieden und froh. Er kennt keine Politik und es ist ein höchstes Glück, die Gemahlin zu jucken. Und wenn jeder, der ihn stört, aus der Villa ganz empört, voll Beratung zu spucken. Mein Gorilla hat der Villa im Zoo. Mein Gorilla, ja, der Junge ist so. Wow. Hey! Meine Gorillas. Was ist denn das für ein Auto? Das ist doch, kann doch kein Oldtimer sein. Ja, also wenn ich jetzt eine Banane hier hätte, würde ich sagen, da suchen wir ein bisschen nach dem Fluxkompensator und versuchen, den nach vorne zu bringen. Denn das Auto kennt natürlich jeder aus dem Film Zurück in die Zukunft. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass der DeLorean DMC-12, das steht für DeLorean Motor Company, eines der spannendsten Autos der Automobilgeschichte ist. Wow. Wir fangen mal an mit dem Gründer der Firma, mit John Zachary DeLorean. Das war ein Mann, der aus allerärmsten Verhältnissen kam, sich in Detroit der 50er Jahre hochgearbeitet hat. So, und dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich will das beste Auto der Welt bauen. Nein, und das haben wir hier? Und das ist das, das ist dieses Auto. Die 12 im Übrigen, im Namen, die sollte eigentlich der Kaufpreis sein, $12.000. Oh. Konnte man nicht einhalten. Das Auto wurde immer teurer, immer teurer, immer teurer. Warum? Weil das war noch Blech. Das ist kein Blech, das ist Edelstahl. Edelstahl? Das komplette Auto ist aus Edelstahl gebaut. Wow. Und dann wurde es richtig schlimm. Dann hieß es, DeLorean ist pleite und DeLorean ist mit, also John Zachary DeLorean selber, ist mit einem Koffer voll Kokain erwischt worden. Und er wurde angeklagt wegen Rauschgifthandel, weil er Rauschgift verkauft um seine Firma. Blödsinn. Es war einfach
Böse Zungen haben behauptet. Boah. Aber das Auto ist von vorne bis hinten Traum, hat natürlich die damals angesagten Sicherheitszonen. Das ist Kunststoff, das heißt, der verträgt einen richtigen Baut. Ja. Wenn Sie heute mit einem modernen Auto irgendwo gegenfahren, haben Sie gleich 2000 Euro Schaden, selbst beim Parkplatzrentler. Das ist ein Auto, was durchaus 6 bis 10 Stundenkilometer Aufprall aushalten kann. Aber wie gesagt, es war einer der größten Flops, eine der spannendsten Geschichten in der Automobilgeschichte. Ein tolles Auto. Ja? Hätte ich gern. Ja. Du bist verrückt, mein Kind. Die schickt man nach Berlin, wo die Verrückten sind, da hörst du ins Autos. Ja, das was alles gibt. Ja. Das ist auch ein völlig verrücktes Ding. Riecht aber muffig. Riecht komisch. Oh ja, da halt mal Nase rein. Ne? Ja, ist wirklich hart. Ja. Also das ist unrestauriert. Es ist alles so von 1961. Und wir haben ja eines der verrücktesten Autos von der ganzen Messe. Warum? Das ist ja kein VW oder kein Porsche, kein sonst irgendwas. Das ist das Auto des Herrn Wendt aus der DDR. Und der Herr Wendt, dem waren die ganzen DDR-Autos, waren ihm entweder zu doof oder zu schwer lieferbar. Okay. Da hat er sich gedacht, baue ich einfach mein eigenes Auto. Der war ja Karosseriebaumeister. Und braucht daraus eine technische Basis, brauchte der dazu. Wow. Und das Einzige, was in der DDR erhältlich war, das waren ausgemusterte Wehrmachtskübelwagen. Okay. Die Kriegsfahrzeuge. Ja. Die waren aber politisch unkorrekt, weil da sind ja die Nazis mit rumgefahren. Das ging gar nicht. Aber die Mechanik konnte der nehmen. Also quasi die Bodengruppe und den Motor ist VW Kübel bzw. VW Käfer. Und dann hat dieser Mann tatsächlich, wie ein Wahnsinniger, hat der mit eigener Hand hat diese Karosserie gebaut. Das ist Blech. Du bist verrückt, mein Kind. Die schickt man nach Berlin, wo die Verrückten sind, da hörst du hin. Sehr gut. Wow. Was haben wir denn hier für ein Auto? Hier haben wir einen Auto Union 1000 Universal. Toll. Universal heißt Kombi, ja, also Kombi und deswegen eigentlich ganz besonders selten. Warum? Weil Kombis zu der Zeit, das waren Nutzfahrzeuge, ja, das waren Handwerkerautos, die wurden gnadenlos runtergeritten und der hat überlebt. Es ist der Nachfolger vom berühmten 3 gleich 6. Genau. Ja, und das 3 gleich 6, wofür steht das? Ganz einfach, der hat drei Zylinder, da kann man nachzählen, drei Zylinder. Eindeutig. Ist ein sogenannter Nullventiler. Ja, also Zweitaktmotor. Richtig. Ja, und 3 gleich 6 hieß, dass die Dreizylinder Zweitaktmotoren von DKW so leise laufen wie ein Sechszylinder. 3 gleich 6. Ah, verstehe. So, das macht's aus. Damals war der Zweitakter noch absolut modern und angesagt. In der DDR war er später weder modern noch angesagt, aber es gab nichts anderes. Aber zu der Zeit hatte der Zweitakter noch seine Berechtigung. Bei dem 1000er DKW bzw. Auto-Union hatte man damals die Idee, dass man nicht das Gemisch tankt, weil wenn der im Stand dann lief, eben, da war der viel zu fett, dann qualmte der. Okay. Also ist man dann irgendwann eine sogenannte Gemischölschmierung gemacht. Ah. Getrennschmierung. Getrennschmierung eben. Und das hat man dann so gemacht, dass der bei hohen Drehzahl wie unter Last richtig viel Öl bekommt und bei wenig Drehzahl eben wirklich ein Gemisch bis zu 1 zu 400 fährt. Und das war auch die Krux bei den Autos, weil da sind tausende dieser Motoren kaputt gegangen dran, weil diese Frischölautomatik eigentlich nie richtig funktioniert hat. Die vier Ringe vorne, die kennen wir natürlich alle, wenn wir heute mit Audi unterwegs sind. Kennt jeder Audi. Ja. Auto Union, ja, da kommt das her. Und die Auto Union bestand ja aus vier Marken. Jetzt machen wir wieder den Erklärbär. Ne? Den Viertaktmotor haben wir ja schon erklärt. Wer sind die vier Marken der Auto Union? DKW. DKW wupp dich. Horch. Ah. Audi. Aha. Und Borgwart? Und Wanderer, deswegen wollte ich ja Wanderer. Genau, Wanderer. Ich ja jetzt. Also, Wanderer, der Mann weiß alles. Auf zum nächsten Auto. Ja, so, wandern. Wir wollen, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Wir wollen, meine Herren, die Sorgen sind fern, wir tun, was uns gefällt. Lackierung ist ja auch eine wichtige Sache, oder? Oh. Ja, Gottes Willen, wir reden doch hier nicht von Lackierung. Lackierung, dann nimmst du eine Spritzpistole, hältst drauf. Nee, der Mann ist Künstler. Der Mann ist Handlinierer. Das gab's früher, gab's in jeder Motorradfabrik und auch in der Autofabrik gab's Menschen, die quasi aus der Hand mit dem Pinsel diese Linien gezogen haben. Ah, okay. Das waren hochbezahlte Leute und das heute zu können, da muss man mindestens ein Viertelliter polnischen Schwarzgebrannten vorher getrunken haben, damit man die ruhige Hand hat. Ja, verstehst du, sonst geht's nicht. Ja, sonst geht's nicht. Die können alles und die können richtig was. Ja? Also die müssen eine ruhige Hand haben. Ganz tolle Sache. Und das gibt's hier auf der Motorrad Classic. Einfach live zu sehen. Also wenn Sie zu Hause eine schöne Butterbrotdose haben, bringen Sie die einfach mit und fragen ihn ganz lieb, ob er Ihnen da so ein schönes Muster drauf macht. Der Mann macht das. Kalakalt. Ja, super. Du bist verrückt, mein Kind. Die schickt man nach Berlin, wo die Verrückten sind, da hörst du hin.
Andreas, was haben wir denn hier für drei tolle Schmuckstücke? Na, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die drei von der Tankstelle, weil wir laufen hier so mal eben vorbei und was sehen wir? Drei absolute Schmuckstücke der Wirtschaftswunderzeit. Wir fangen mal an mit dem teuersten der drei. Ja? Das ist der kleine Mercedes 190, der ja die Sprache spricht des großen 300er, des Flügeltürers. Ja? Ja, der 300er hat mehr PS, oder was? Der 300er hat nicht nur mehr PS, der 300er ist ein ganz anderes Auto. Der 300er ist ein Rennwagen, der mit 215 PS eines der schnellsten Autos seiner Zeit war. Das hier ist ein Auto, das zurückgeht auf den amerikanischen Mercedes-Importeur Max Hoffman. Der hat nämlich so ungefähr gesagt, na, wir brauchen für unsere Lady in Beverly Hills nicht die große Auto, wir brauchen ein bisschen kleiner, ein bisschen billiger, mach mal eine kleine Roadster. Ah. Und in der Zeit sind so kleine offene Autos aus Europa, die sind gegangen wie geschnitten Brot und da wollte Mercedes auch was von abhaben. Da muss man allerdings schon sechsstellige Summen für ausgeben. Schön. Geht auch preiswert. Dann gehen wir zum nächsten Auto. Oh, gerne. Aber das ist ja jetzt ein völlig anderes Auto, oder? Na, ist es ein Auto? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? BMW hat es verkauft als Motocoupé. Hm. Es geht aber zurück, das ist die BMW Isetta. Und die geht zurück auf die Iso Isetta. Und das war eine italienische Firma, die hieß, glaube ich, Isolatore oder so. Und was haben die hergestellt? Vielleicht kommst du ja drauf, wenn ich die Tür aufmache. Ich bin gespannt. Auf. Sehr schön. Was haben die hergestellt? Kühlschränke. Natürlich. Das war eine Kühlschrankfirma. Ah. Gebaut ein Auto mit einer Kühlschranktür. Eine vorne. Und BMW hat die Lizenz dafür gekauft und hat darin den Motorradmotor aus der 250er reingebaut. Einzylinder Motorradmotor, man kann jeden der vier Takte mitzählen. Hast du in der Schule aufgepasst, wie gehen die vier Takte vom Viertaktmotor? Keine Ahnung. Ansaugen. Ja. Verdichten, verbrennen, auspuffen. Vier Takte. So, der arbeitet da drin. Und es gibt hier auch den Big Block, der hier mit 300 Kubikzentimetern unterwegs ist. Wow. Das Ganze immer mit einem Faltschiebedach, weil wenn man irgendwo gegenfährt mit der Kühlschranktür, ja, dann geht die ja nicht mehr auf. Also musst du dann kann man aus dem Dach raus. Aber wir haben hier tatsächlich zwei bequeme Sitze. Das Lenkrad klappt nach vorne. Und man kann also, wenn man möchte, in diesem wohlgeformten Innenraum durchaus lange Reisen machen. Denn es war eine Zeit, als man vom Motorrad umgestiegen ist. Ja, die Leute hatten nach dem Krieg, erst hatten sie ein Fahrrad, ja, da war schon was Tolles. Dann kam das Motorrad, das wurde dann zu unbequem. Und das war, dann kam der Kleinstwagen. Ja, und die Isetta war ein ernstzunehmendes Auto. Das nächste Auto kenne ich, ein Carman. Ja, ja, wie geht's weiter? Bin ich schon gefahren, ne? Ist Halbautomatik manchmal. Ja, wie heißt der denn weiter, der Carman? Ah, keine Ahnung. Der Carman... Gia. Falsch. Ah. Das sind sechs. Ah. Also, das Auto ist ein italienischer Name. Ja. Carman Gia. Ah, du gehst ja auch nicht zum Italiener und bestellst Spaghetti con Funghi. Doch, ich schon. Sondern Cappuccino. Fisch mit Nudeln. Okay, gehen wir mal zum nächsten. Also wir gehen zum Carman Gia, das ist ganz wichtig. Denn der Carman Gia, der spricht ja schon so ein bisschen die Sprache des kleinen Roadsters. Das ist L, ist aber das typische Auto, ich sag's mir jetzt ganz böse, für die wohlsituierte Zahnarztgattin. Ah, ja. Nach dem Motto, Schatz, das Auto ist totschick, aber so richtig schnell brauchst du ja nicht. Denn der Carman Gia hatte immer die Technik des VW Käfer. Das heißt, irgendwann ging es mit 30 PS los und ging dann bei den letzten Carmännern so um die 50 PS. Hier haben wir einen 69er, noch schön mit den Chromstoßstangen. Der Carman ist ein Albtraum für Restauratoren. Warum? Weil das ganze Auto quasi aus einem Guss ist, diese ganze Brille, das ist alles ein Stück. Ja? So, und wenn da der Rost drin ist, und der Carman kann wunderbar rosten, da wieder Grund reinzukriegen, ist extrem schwer und braucht halt eine geschulte Hand. Und von daher ist der hier noch richtig schön und vergleichsweise preiswert, weil ein Auto wieder herzustellen, wer heute weiß, was eine Stunde beim Karosseriebauer kostet, naja, klar, der geht lieber und kauft das bessere Auto. Carman Gia, jetzt haben wir es. Ich hab's mir gemerkt. Du bist verrückt, mein Kind. Die schickt man nach Berlin, wo die Verrückten sind, da hörst du hin. Andreas, das war eine der schönsten Rundgänge, die ich je mitgemacht habe. Ja, und jetzt gehen wir nicht nur rund, jetzt gehen wir gleich noch nach oben, weil oben auf dem langen Ludacz, da gibt es ja auch noch was zu essen. Oh, das Restaurant, sehr genau, gut. Genau. Also Motor World Classic 2015 haben wir angefangen mit den Worten wie 1929 des Radio, deswegen sind wir jetzt beim Funkturm. Na? Da haben wir gesagt, Achtung, Achtung, hier spricht Berlin. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns hier. Ciao, danke. Komm, wir fahren hoch. Nacht, Jungen.